Was macht Kunst wichtig? Ich glaube, dass Kunst im Idealfall eine der wenigen Sachen ist, die wir Menschen machen, die keinen eminenten Mehrwert erzeugen soll, sondern die Menschen einfach machen, weil sie ein Bedürfnis haben und wahrscheinlich auch ein Bedürfnis zu kommunizieren, weil Kunst fast immer ja auch für ein Publikum kreiert wird. Insofern ist Kunst für mich eine Form der Kommunikation von Themen, die uns auf einem sehr tiefen menschlichen Level beschäftigen. Und das ist eine Form von Kommunikation, die über Zeit und Raum hinaus funktioniert. Also wir können Musikstücke anhören, die vor Hunderten von Jahren geschrieben worden sind, und hören sie heute und die bewegen uns genauso wie die Menschen damals. Oder ein gutes Buch kann Hunderte von Jahren alt sein und es bewegt uns immer noch. Und das, finde ich, ist eigentlich für mich das Unfassbare, ne? Dass ich ins Museum gehen kann, mir ein Bild von Rembrandt anschauen kann und ihm sein Selbstporträt im Museum sehe und ich immer noch fühlen kann, wie er sich gefühlt hat. Und auf eine Art kann da eine Verbindung entstehen, wenn sich der Betrachter oder Zuhörer oder Leser darauf einlässt, die ein tiefes Gefühl von Verbundenheit und Verstandensein erzeugen kann. Und ich finde, dass letztendlich auf eine Art unser Leben trotz Freunde, trotz Beziehungen, auf eine Art ja was sehr, trotzdem sehr Einsames hat. Ne? Also wir wissen, wir werden irgendwann sterben und diesen letzten Weg gehen wir alleine und da ist niemand mehr bei uns und auch bestimmte Probleme und Dinge müssen wir irgendwie alleine bewältigen, wo uns niemand helfen kann. Und diese Einsamkeit, finde ich, kann durchbrochen werden, wenn wir so eine Erfahrung haben, dieses Moment des Verstandenseins und jemanden gefunden zu haben, der ähnlich tickt, ist schon etwas ganz Wunderbares. Und insofern, finde ich, ist Kunst etwas, was zeitlos Menschen verbindet und eine Kommunikation zwischen Menschen erzeugt, die sich potenziell sowohl örtlich als zeitlich niemals begegnen könnten. Na, ich suche eben immer nach einer Vielschichtigkeit in den Bildwelten, die ich kreiere. Dass sozusagen das nicht sofort sich erschließt für den Betrachter, sondern tatsächlich mehrere Ebenen sich aufbauen. Und diese reingeschnittenen Ebenen sind dann nochmal eine zusätzliche Betrachtungsebene oder Emotionsebene. Ölbilder haben für mich einen sehr starken skulpturalen Charakter. Eine Leinwand hat eine bestimmte Struktur, eine bestimmte Oberfläche, dann aber auch durch den Pinselstrich, wie stark ist noch der Pinselstrich sichtbar, bis hin zu pastoser aufgetragenen Farbteilen oder partiell benutze ich auch Schablonen, um wirklich sehr dicht Farbe aufzuspachteln, die aber dann einen sehr klar definierten Umriss hat. All diese Dinge sollen wirklich eine sehr lebendige und sehr stark changierende Oberfläche erzeugen, um eben den Unterschied zu zum Beispiel auch einer Fotografie ganz stark zu zeigen. Und dadurch, dass das gegenständliche Malerei heute zumindest für mich gar nicht den Anspruch mehr hat, irgendwie Fotografie zu kopieren, sondern man ganz andere Mittel hat, auf die man zurückgreifen kann, macht das für mich sehr viel Sinn. Ich habe irgendwann mal angefangen, tatsächlich beeinflusst durch Musikvideos, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich möchte meine Farbwelten viel stärker manipulieren, eigentlich als wären sie mit einer Kamera mit Filter aufgenommen. Es ist sozusagen ein emotionaler Filter und es ist halt immer ein sehr stark bläulich beeinflusstes Licht. Weil wir kennen ja alle die Erfahrung, wenn man irgendwie in einem Club oder in einer Bar ist, wo irgendwie blaues Neonlicht auf Leute scheint, dass das die Menschen extrem auf eine Art verfremdet. Ne? Und wir mit einer bläulich gefärbten Hautton Menschen ganz anders ansehen. Und den Effekt wollte ich eben aufgreifen, ne? Dass wenn die
Farberfahrungswelten, die wir in der Realität gesammelt haben, sich nicht ganz decken mit denen, die wir in dem Bild sehen, auch da wieder so eine Verschiebung zustande kommt, wo der Betrachter eben merkt, okay, ich sehe hier was, was ich erkennen kann und trotzdem kann ich es nicht erkennen. Also ich sehe sozusagen eine Parallelwelt zu meiner eigenen Welt. Das Schöne an einer menschlichen Figur ist, dass wir so geprägt sind, dass wir automatisch empathisch auf einen menschlichen Gegenüber reagieren. Auch, dass die Gesichter oft nicht klar erkennbar sind, hat seinen Sinn und Zweck darin, dass ich eigentlich möchte, dass der Betrachter eine allgemein übertragbare Situation vorfindet. Und gar nicht ein Individuum, sondern eher ein Typus von einem Individuum. Und insofern habe ich dann eben angefangen, eine Serie zu machen, die lauter Archetypen aus unserer Zeit versucht aufzugreifen und zu porträtieren. Aber ich habe sie alle mit einem sehr kritischen Blick dargestellt und gemalt, aber ich habe sie auch alle versucht, auf eine Art liebevoll zu malen und mit einer großen Aufmerksamkeit auf Details und auf ihnen Charaktere zu geben, dass sie nicht zu sehr einfach nur eine Karikatur werden, sondern ich mich ein bisschen lustig mache über sie, aber dann gleichzeitig auch sie ernst nehme in dem, wer sie sind. In meinem Falle ist der Prozess schon ein sehr nach innen gerichteter, mit mir selber stattfindender Prozess. Und das scheint erstmal ein einsamer Prozess zu sein, aber es ist im Prinzip ja die ganze Zeit ein Dialog mit dem Bild. Man unterhält sich die ganze Zeit und es ist eigentlich wie die ganze Zeit Ideen hin und her schassen. Und so ist es eigentlich ein permanenter Denkprozess, in dem man versucht, sich selber an einen Kern von etwas anzunähern. Ich glaube nur, das Problem ist eigentlich, dass dieser Kern etwas ist, was gar nicht fassbar ist. Es ist eigentlich wie ein schwarzes Loch, das selber nicht zu sehen ist und das auch noch nie jemand gesehen hat, sondern wir wissen nur, dass schwarze Löcher tatsächlich da sind, weil wir sie beobachten können durch das, wie sie ihre Umgebung beeinflussen. Und ich glaube, das ist für mich auch das, was Malerei macht oder was Kunst versucht zu machen. Ne? Dass wir wissen, es gibt so etwas wie Wahrheit, aber diese Wahrheit ist so nicht greifbar und nicht so auf den Punkt zu bringen, dass wir sie beschreiben, indem wir sozusagen den Einfluss auf die Umwelt darstellen.